die Nacht im Traum in die Urvorzeit zurückgegangen, warum Bewusstseinsentstehung mit Existenzentstehung, mit Existenzerzeugung in eins fällt in diesen unersichtlichen Vorgängen. Noch bevor das Crossing Over als Einführung des Tödlichen begann, sind diese Vorgänge, die nicht den dunkelsten Mächten, möchte man sagen, sondern den urvorzeitlichsten Gewältigungen unterstellt sind, bereits in der ersten Membranvesikel, Membranhohlkugelsphäre, die sich ja auch absprießen musste, einschnüren, aufspalten. Das Ansichtigwerden, die Phobie, die beim kleinen Hans entsteht, dieser Vorgänge, zeigen dann auch, dass das Rätsel, das zu lösen ist, immer die Erkenntnis, dass es hierbei um metaphorische, um metamorphotische Urmächte geht. Dieses